Hallo und herzlich willkommen zurück. Hallo Curie. Bei Fallout 4. Wir sind hier immer noch mittendrin in unserem Umzug. Unser Häuschen haben wir schon mal gebaut und unsere Power Armor Station, sag ich mal. Wo schon unser Black Devil ist. Und den ganzen Rest werden wir jetzt nach und nach hier rüberschleppen. Aber vorher soll ich noch mal ganz kurz, das steht in den Kommentaren, zeigen, wo ungefähr das Alien war. Und das Alien war ungefähr in dem Bereich hier. Nahe der Oberlandstation, irgendwo auf der rechten Seite. Drückt mal Daumen. Wir können noch mal ganz kurz dahin. Und dann zeige ich euch den direkten Ort nochmal. So, hier ist jetzt. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ganz kurz. Hier sind die Siedler. Muss es auf der Seite hier gewesen sein. Jawohl. Hier brennen die Bäume. Und hier liegt das UFO. Und beim UFO muss man dann lediglich nur die Spur von dem grünen Blut führen. Die führt hier und dann hier oben so lang und da hinten runter. Ziemlich genau. So leicht unterhalb der Oberlandstation. Nochmal für die, die es gerne wissen wollten. Und wir werden uns jetzt erstmal Richtung Red Rocket begeben. Uns eine Power-Rüstung schnappen. Und schon mal die Schränke leer machen. Und in den Kommentaren stand auch, dass die Werkbänke alles durcheinander, also alle untereinander kombiniert sind. Sprich, das, was hier drin ist, ist auch in den anderen Dinger drin. Was ich sehr bemerkenswert finde. So, welche nehmen wir jetzt mit? Ich würde sagen, wir nehmen. Boah, die muss ich reparieren auf jeden Fall. Da fehlt noch ein linkes Bein. Ein rechtes Bein. Für der T51, das habe ich leider nicht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Enklave-Rüstung. Als erstes mit. Weil das quasi die sind, die mehr oder minder special sind. Erst. Ja, ja, Strong. Du gehst mir schon auf den Sack, das merke ich jetzt schon. So, wir nehmen erstmal unsere ganzen Klamotten mit. Kann ich alles nehmen? Sehr wahrscheinlich nicht, deswegen machen wir einfach mal ganz so. Feldfeuertose, ja, da geht schon los. Alle Klamotten kann ich eh nicht nehmen. Merke ich. Ja, da war schon zu viel, siehst du. Dann 1, 2, 3. So. Wir werden jetzt ein bisschen hin und her dümpeln. Und alles abgeben, was wir haben, aber. Ich sagte ja, Umzug muss sein. Hier in der Red Rocket möchte ich auf Dauer nicht bleiben. Einzig allein. Strong lasse ich hier. Und ich habe die Tür aufgelassen. Sowohl die als auch dir. Ich meine, hier drin werde ich eh nichts machen. Und hier wird bloß mein Kram bleiben und das war's. Also wer hier reinkommt, oh, Glückwunsch. So, ab an die Kommode. Hier ist ja schon ein bisschen Zeug drin. So, mein Ehering, der Ganterhild, Filzhut. Und ich werde mal irgendwann hier aussortieren, was ich hier weg kann. Weil ich habe eigentlich nicht Lust, alles mit einmal zu nehmen. Außer das Höllenfeuer-Ding. Das würde ich gerne behalten. Ja, erstmal alles reinschmeißen. Bis auf das Höllenfeuer-Ding. Da habe ich was anderes vor.
So, immer schön alles abgeben, was wir haben. Rennfeuer MK4, was hab ich da? Ach, das ist eine andere Rüstungseinheit, okay. Aber das ist das, was ich möchte. Da wir eh verschiedene Modelle haben und auch verschiedene Power-Rüstungen, kann ich ja die ganzen. Das Dach ist so undicht, es regnet sogar rein. Ist ja Herz allerliebst. So, obwohl ich dich mal hier deckeln. Okay, ich gehe noch einen kleinen Schritt nach vorne. So. Was bist du denn, du Bot? Aufgemerkt. Cambridge Polymer Labs sucht neue Mitarbeiter. Jetzt kommen die Spam-Mails schon. Jetzt kommen die Spam-Mails schon per Roboter oder was? Wohl. Kann ich nehmen? Ich versenke dich im Wasser, Kollege. Eine ganze Runde schwimmen gehen. Jetzt kommen die Augenroboter schon hier hinten hin. So, was ich noch machen wollte, ist erstmal noch ein Behältnis. Boah, da reicht aber der kleine Aktenschrank hier für die ganzen Teile vom. Dann stelle ich mir drüben hin, bis ich denn mein Urteil habe. Für die ganzen Teile, die ich habe. Jetzt habe ich das mir eingelagert hier. Mensch, ja, komm, gib her. So. Hier kommen die ganzen Teile rein von unserer. Power-Rüstung, jetzt habe ich es. Die erste Power-Rüstungs-Teilchen sollen hier reinkommen. So. Alles weg. Kleidung, alles drin. Hilfsmittel, auch was ich brauche, diverses. Schrott. Den Schrott kann ich schon mal einlagern. Wir können mal ganz was gucken. Also, ich teste jetzt aus, ob das wirklich kombiniert ist. Ich werde erstmal meinen ganzen Schrott hier lagern. Und ich werde jetzt einfach mal ganz kurzerhand. Kann ich dich hier umbenennen? Hier kann ich dich nicht umbenennen. Das geht nur am Werkstisch. Okay. Ich werde mal die rechtmäßige Herrschaft hier ganz kurz lagern. Die müsste jetzt unter rechtmäßige Herrschaft hier drinnen stehen. Ja, rechtmäßige Herrschaft mit Sternchen. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz. Einfach für mich auch wirklich so. Ständigkeit, weil ich bin da gerne so einer, der, wenn er was erzählt bekommt, auch gerne die Wahrheit dahinter sieht. Ich werde das mal hier in die Werk mal gucken, also in der Red Rocket, ob da die rechtmäßige Herrschaft auch in dem Ding drin ist. Kann auch sein, dass ich ihn jetzt komplett falsch verstanden habe. Das will ich jetzt auch nicht abstreiten. Aber da müsste die eigentlich drin sein, ne? Hier ist ziemlich viel drin, ne? Aber keine rechtmäßige Einheit. Es kann auch sein, dass die Dinger erst verbunden werden, wenn ich den jeweiligen Perk habe. Es gibt ja hier diesen Perk vom ja, Charisma unter anderem. Dass ich quasi die Versorgungsrouten einrichten kann, dass mich auch hierbei ist. Also ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es ein ganz anderer Perk ist, den ich nicht habe. Oder es geht auch nicht mit Waffen, sondern nur mit Schrott. Weiß ich auch nicht. So, jetzt nehme ich dich das nächste mit. Aber ich die anderen den Kanal fährt? Oder ja, nicht. Aber wir werden jetzt nach und nach alle Rüstungen erstmal
nehmen. Ja, Strong, was dir gefällt und nicht, ist mir egal. So. Nehmen, 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 nehmen. Erstmal alles nehmen. Weil die haben ja auch hier so viele anderen T-45er Modelle. Mit Helm und alles drum und dran. Ist ja doof. Cool. Kann ich dir nicht auch noch was abdrücken? Pass mal auf, hier, du mal die ganzen T-75er Dinge erstmal. Den kann ich schon noch ein bisschen mitnehmen. Den nehme ich den noch mit. Den. Und die ganzen Special Items hier mit Taschen, alles drum und dran. Ah, ich krieg nicht alles weg, leider. Dann, 1, 2, 3. Gut. Oh, dann haben wir es ja fast bald geschafft, hoffentlich. Ist jetzt ein bisschen nervig, dieses Hin- und Herwandern, ich weiß. Aber ich hätte schon früher anfangen sollen. Muss ich sagen. Ich hätte einfach viel früher anfangen sollen damit. Wird immer noch Regen. Und ich bin weiterhin krank. Also ich glaube, meine Krankheit werde ich nicht mehr los. Schätzungsweise. So. Zack, 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 zack. Erstmal alles rein, was hier normal ist. Beide, beide Anzüge, wo ich habe daraus. So, dich. Ich muss eh bald mal gucken, was ich an Klamotten noch über habe, die ich aussortieren kann. Oder auseinandernehmen kann. Also ich muss mal bald mal eine Rüstungswerkstatt bauen. So, die dritte im Bunde. Schön hinstellen. Später vielleicht. So. Wo ist denn jetzt der Rest vom Kram? 1, 2. Curie, wo bist du? Ich würde mal gerne meine Teile von dir rausnehmen. Wo bist du? Halt! Hey. Was willst du? Handeln ist gut. Naja, handeln ist es ja nicht. Ich will einfach nur mein Zeug haben, was meins ist. So. Jetzt haben wir schon mal drei Power Rüstungen stehen. Die wir doch dementsprechend auch mal anpassen müssen. Oder wo ich halt auch mal anpassen kann. Weil hier ist ja die Enklaven-Höllenfeuer-Rüstung in Enklave-Look. Dann habe ich die normale Höllenfeuer-Variante. Ja, die X02MK. Die 51. Aber später. Das rechte, der rechte Bein fehlt. Ja. Ist das nicht eigentlich? T51 rechtes Bein? Ist das nicht? Nee, Helm, Torso, rechter Arm. Schade. Ja, wir müssen aber gucken, ob ich irgendwo meine ganzen Rüstungen komplett kriege, dass ich wirklich mal jeden irgendwo nutzen könnte. Vielleicht für jeweilige Situationen sind die Rüstungen auch alle unterschiedlich gut. Da müssen wir einfach mal gucken. So. Immer noch drei Rüstungen. Was jetzt auch schon machen wir? Aber nee, jetzt nochmal her. So. Schreiben wir hier ein. Wird Strong auch nicht gefallen. Das wird auch bei den anderen beiden nicht gefallen, aber es ist mir herzlich egal. Strong. Ich weiß schon, was ich hier lasse. So, meine Klamotten aber weg. Die Mods können auch weg. Und jetzt geht's an die Pistolen. Wobei ich habe 13 10mm Pistolen. Und 3 Fettmänner. Flammenwerfer. Wie viel Gewicht hast du? 3 geht auch noch. 2. 2,7 geht auch noch. Ja.
Die ganzen Granaten werden Spaß, ne? Kann ich alle 6 mitnehmen, ohne überladen zu sein? Sehr gut. So, ach ja, nee, ich kann auch was tragen. Du brauchst etwas, oder? Ja, ich mich bitte. Ja, da ist gar nichts dabei. Das ändern wir auch jetzt. Ich gebe einfach mal ganz kurz die ganzen Waffen, die ich habe. Okay, du kannst kein 2er G-Shock mehr tragen. Aber Impuls. Ein Impuls mit dem Hund tragen. Ja, gut, den kannst du wiedergeben. Du läufst gar nicht. Du bist jetzt zu Hause mit mir. So, die kannst du also mitnehmen. So, jetzt was haben wir kritisch mit dem ganzen Ding, ne? Klinge nehmen wir auch mit. Ja, 3 Miniguns haben wir. Ich habe 52 Schuss für das Ding, ne? Ich glaube, auch da werde ich mal bei Zeiten ein bisschen aussortieren. Dass ich so die Granaten separat ablege. Und so weiter. Ja. Wir machen das jetzt einfach. Ich hätte es auch offscreen machen können, aber wenn ich das jetzt offscreen mache, könnte irgendwo was passieren, dass mir irgendwer entgegenkommt, irgendwelche Supermutanten wieder angreifen oder Raider oder was weiß ich noch für Kameradschaften. Zum Beispiel die beiden da. Nee, ich will meinen Schutzturm nicht abschießen. Nee, immer noch nicht. Da drüben rennen einfach mal 2 Deathclaws lang. 2. Nebeneinander. Ja. Und das hättet ihr jetzt nicht gesehen, wenn ich das offscreen gemacht hätte. Und ich bin auch nicht in der Lage, 2 zu fighten. Mir hat schon eine gereicht. Wir hatten noch nicht das Vergnügen mit so vielen Deathclaws, ne? Wir hatten bisher nur eine einzige. Und die war nun mal im, ich sag mal, mehr oder weniger Tutorial-Abschnitt. Ah ja, ist die Plasma-Minigun und das andere noch. Anderer Fettmann. Heilige Maria. Erstmal alles abgeben, was ich Waffe habe. Wichtig ist es bloß, dass ich die mit den Herzchen nicht abgebe. Naja. So, Kelvin, wo bist du? Was machen die hier drüben, Alter? Aufgepasst. Willst du etwas? Naja, ich möchte meine 3. 10 Pistolen haben. Mehr als den anderen Kram. Wie gesagt, da werden wir aussortieren bei Zeiten. Das steht fest. So, jetzt will ich aber mal ganz kurz. Ich habe die Rüstung gerade zur Hand. Ich weiß nicht, inwiefern ich von da oben gucken kann, aber ich will mir erstmal die ganzen, die beiden Todeskrallen angucken. Also ich will es nicht abschießen und Gott bewahre, aber ich will gucken, ob ich das von oben sehen kann. Die prügeln sich gerade gegenseitig, kann das? Nur heute und nur für eine Nacht das Deathclaw Battle. Deathclaw Betty gegen Deathclaw Klaus. Wer hat die Oberhand? Ist heute einer ab. Und der andere ist da lang. Es ist ja ein Abgehauen und die andere. Okay. Da waren die Brahmis, glaube ich, ne? Oder oben ist sie jetzt, ja. Die andere ist abgehauen, die eine steht da oben. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 Deathclaws nebeneinander stehen? Was habe ich jetzt mitbekommen? Ich habe gerade random XP bekommen. Alles klar.
Guck mal, können wir besser runterfliegen da. Gut. Ich lasse das einfach mal so links liegen, ne? Oder wir haben es bemerkt, ja, aber wir werden da uns jetzt nicht groß mit einmischen. Ich weiß auch nicht, wo die andere Zinn ist. Also die eine ist da hinten lang, die andere ist da lang. Nicht, dass sie jetzt gleich von hinten ankommt und ins Hinterrücks abschlachtet. Da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf. So, kann ich auch zwischen euch beiden halt abstellen? Geht das? Ja, weil das ist nämlich ein bisschen zu eng, wenn ich alle einzeln abstellen würde. Ja, geht. Wie so ein schöner Fuhrpark. So. Kern nehmen wir uns wieder mit. Hier ist kein Kern, hier ist kein Kern, da ist kein Kern, da ist kein Kern. Sehr schön. Da habe ich schon was bei euch. Ja, da ein bisschen Zeug, ne? Ah ja, die ganze Kabotte bestimmt. Naja, ist nicht der schönste Fuhrpark. Wir werden die definitiv alle mal restaurieren und hübsch machen nach und nach, aber. Naja, Curry, kommst du wieder raus? Mach die Tür hinter dazu. Ja, aber da haben sich einfach mal so zwei Bedrohs gebettelt. War interessant auf jeden Fall. So, ich bin wieder auf einem Standard-Equipment. Hier ist mein Essen. Die Wackelpuppe muss ich mitnehmen, siehst du? Oh, die eine ist wieder da. Die eine Deathclaw ist wieder da. Aber ich kann sie auch nicht ins Visier nehmen, ne? Nur meine drei Türme. Die ist irgendwie scheinbar Hans haben oder wird noch nicht als böse gezählt. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn sie in der Gegend rumbümpelt und rennt, aber. Die ist auch immer noch nicht in meinem Ziel drin. Ich will nicht wissen, was der macht. Oh, das ist gerade, die ist schon fast tot. Ich könnte die jetzt theoretisch abschlenzeln. Also ich könnte die jetzt sogar theoretisch töten, eben weil sie halt schon fast tot ist, ne? Aber eigentlich war das nicht Teil des Plans. Ich meine, wenn sie herkommt, wird der Turm bestimmt arbeiten. Wobei, ich sollte vielleicht mal ganz kurz. Kann ich noch mal ganz kurz, bevor er mir jetzt gleich hier auf dem Deckel gibt, hier noch einen Sturm hinstellen? Nee, nicht einlagern, um Gottes Willen. Jetzt habe ich da vorne einen, der zur Seite schießt und hier einen da hinten wegballert. Also jetzt können wir die Tür verortet. Jetzt kann ich doch bestimmt einfach mal. Ist der Bad? Wie ist es gerade so nah in der Nähe hier? Ich treffe zu 78% im Bauch. Das ist, glaube ich, schwer zu wenig. Aber ich teste es einfach aus. Ja. Aber einfach mal so eine Todeskralle erledigt, im Vorbeigehen quasi. Ich sage nicht, dass es fair war. Die war halt schon sehr angeschlagen und ich hätte sie nicht töten müssen. Die war in eigentlich guten Abstand. Aber hey. Hast du etwas Interessantes entdeckt? Todeskralle tot ist eine Todeskralle tot, ne? Die ist aber auch sehr fest, Alter. Hier ist der Fuß, ne? Noch ein Füßchen. Eine Handkralle. Das war, glaube ich, mal der Kopf oder so. Ich weiß gar nicht, was hier was war von dem Ding. Ich kenne nur ihre Krallen und Füße teilweise. Aber gut, Todeskralle ist erledigt. Nehme ich so hin.
Hält denn das Ganze... Ne, es ist Schrott und es ist Essen. Okay. Und ich will die ganzen Schrottsachen mal ablegen, ja. So, das Todeskrankenfleisch an dich. Ja, die Sachen kriegen eine separate Ablage. Dann kann ich schon mal wenigstens das Bessere gucken. Aber das Essen nicht abgeben. Das Todeskrankenfleisch. Der ganze Schrott ist weg. Die Visiere kriegen auch noch ein separates Ding. Gut. Oh, haben wir mal eine Todeskarte erledigt. So im Vorbeigehen. Ganz schnell, einfach und bequem. Genau so ein Ding. Je höher die Schwierigkeitsstufe, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du legendäre Gegenstände findest. Und das, indem er eine Todeskarte entgegenspringt. So, was ich schon mal machen kann. Dogmeat. Hey! Hey! Das war doch. Okay, Junge. Komm mit. Los, Junge. Wir müssen gehen. Und zwar, Curry geht erstmal zum Starlight Drive. So, selbige geht für dich. Wie geht's dir, Kumpel? Geh jetzt nach Hause. Du gehst auch zum Starlight Drive-In. Werde ich euch mal umsiedeln. Und Strong kann hier alleine wohnen. So, Kotzi. Hey, Cotsworth. Soll ich Sie begleiten, Sir? Ja, komm mal mit. Ja, natürlich. Direkt hinter Ihnen, Sir. So, weil Dogmeat und Curry sind schon mal weg. Strong bleibt hier, weil ich will Strong per se nicht haben. Wenn ich ihn brauche, nehme ich ihn mit. So, und ich weiß nicht, ob das wirklich zusammen... War doch scheiße. Ja, das sehe ich auch. Kotzwurf. Danke für deine Kooperation, mein Freund. Das ist sogar ein legendärer Gegner, der jetzt herkommt hier. Okay. Hör auf, meinen Hund zu hauen. Er ist portiert. Super. Eine standhafte Pistole. Und noch nicht richtig. Plus 15% Schadenresistenz beim Zielen. Oh, nicht übel. Strong? Ach da. Stichflügen. Bohrengurken, Molotow, danke. Dann ist sowas. Befehle der Supermutanten. Ah gut, die kann man ja schon. Kann ich mir mal so angucken. Bestimmt auch wieder bloß Plünder und Schlag mich tot, wa? Steht gar nichts drauf? Kann nicht sein, dass nichts drauf steht. Wollte ich sagen. Ja. Oh, ich lasse ich hier. So, Strong, danke fürs Kooperieren. Ich hätte vielleicht gleich einsteigen sollen. Naja. So, was ich noch machen werde, ist ganz kurz euch reinnehmen. Weil ich möchte euch nachher bei mir wieder setzen. So, 1, 2, 3. 43 Molotow, Plasmagranat, Raketenwerfer. Ich bin jetzt schon wieder voll.
Cotsworth. Kann ich zu Diensten sein? Ja, kannst du. Ich möchte mit dir handeln. Nun denn. Du wirst zwar auch nicht viel tragen können, aber du kannst mir schon mal so 3 Miniguns abnehmen. 64 Mollys, ein paar Granaten und einen Raketenwerfer. Dankeschön. Dann kann ich noch ein bisschen mehr mitnehmen. Bis die Tasche voll ist. Und zwar jetzt. So, Gotzi, wir machen uns auf den Weg zum Starlight Diner. Wir ziehen das jetzt nochmal eiskalt knallhart durch hier. Wir haben zwar schon die halbe Stunde erreicht, aber aufgrund dessen der Todeskrallenkampf und jetzt der Supermutanten ich weiß nicht, dass die andere Hilfe hier steht. Ist der Mischlingshund in der Nähe? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Achso, ich darf meine rechtmäßige Herrschaft nicht vergessen abzunehmen. Die muss nachher wieder mit. So, alles an Patrouille. Nur die Herzen, die gerade mitkommen. Du nicht. Und du nicht. Jawohl, halt, stopp. 3 Scharfschützengewehr braucht auch nicht. Cotsworth, komm mal ganz kurz her, bitte. Aufgepasst. Du hast nämlich auch noch. Sir? Ah, hab ich jetzt alles mitgenommen? Ja. Mr. Steven. Jawohl, Mr. Steven. Nicht zu vergessen, wir sind immer noch Steven Bridger, ne? Grüße geht raus an meinen besten Freund, dem das Let's Play mehr oder weniger in dem Fall gewidmet wurde. Aber da bringt mir ein bisschen Licht im Darm, ne? So, die nächste Rüstung ist da. Ich muss ja sagen, sieht schon funny aus hier, ne, mit den ganzen Rüstungen. So, bin ich jetzt eigentlich leer soweit? Ja. So, eine Runde können wir noch. Dann ist auch die letzte Superrüstung da. Dann machen wir uns jetzt gleich auf den Weg. Du hast erst gelebt, wenn du jemanden mit einem Teddybär umgedietet hast. Ja, den Junkshed wäre auch eine Idee. So, alle weg. Ich hätte das kurz drauf da lassen können, aber wie gesagt, ich wollte schon mal Curry und Doc mit da lassen. Irgendwann Supermutanten töten alles. So, das nehme ich jetzt alles mit in meiner Rüstung. Ich werde es zwar nicht bearbeiten können, aber darauf arbeiten wir jetzt ein bisschen zügiger hinaus, dass ich die beiden Vorgaben erfülle. So, Strong ist mir egal. Ich werde jetzt meine wo ist denn meine rechtschaffende? Warte mal. Werkstatt, Kleidung. Ach, hier ist ein Powerwave von Raider, oder? Wasser auch drin, okay. Wo ist meine rechtmäßige? Da habe ich nicht mehr bei mir. Ey, stopp, wo ist die? Ah, dann ist. Nee, die habe ich da auch noch reingelegt, ne? Okay. Ja, das kann, mit dem kann ich also erstmal nicht. Nee, ich werde das mit den ganzen Waffen ablegen. So, Storm bleibt hier, wie gesagt. Das wird keiner behalten. Ja, kannst ja auch, aber nur wenn ich nicht da bin. Ich habe so viele Waffen mittlerweile. Oh Gott. Cotsworth. Hey. Ich muss dir wieder mein Zeug geben. Hier. Kannst du haben. Ich muss echt mal gucken, ob ich die ganzen Waffen irgendwann mal auseinandernehme. So, leer. Dann nehme ich noch ein bisschen Essen mit, was ich mitnehmen kann. Oh.
weil das auch sehr viel Stuff nimmt. Ja, die einzelnen Sachen bitte, die nicht so schwer sind. Hier, Süßkuchen. Flasche. So. Kannst nicht mehr nehmen, deswegen zurück. Ah ja, ich muss auch die drei Wackelpuppen abgeben. Da hätte ich jetzt drei Sachen mehr mitnehmen können. Ist vielleicht jetzt die langweiligste Folge unter anderem. Wobei, wir haben eine Todeskralle erledigt und einen Supermutantenangriff überlebt. So, was haben wir jetzt hinter uns? Erstmal nichts, okay. Und ich werde mir gleich die rechtmäßige Herrschaft rausnehmen. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich das ganze Schrottding da erstmal. So, sind hier schon irgendwo. Medizinwackelpuppe. Reparaturwackelpuppe. Was hatte ich noch? Und dann hatte ich noch. Wahrnehmungswackelpuppe. Jawohl. Ding, ding, dong. So, da sind sie. So, die letzten Waffen von meiner Seite erstmal. Nee, Waffen bitte. Dankeschön. Du. So, erstmal das ganze Essen ablegen. Und dann noch die. Das hab ich alles mitgenommen, ich hab abgelegt, Idiot. Na gut. War nicht so viel bei. Wir können erstmal alles so machen. Wichtig ist ja nur, dass ich das Relics und die Aspekte behalte. So, du hast auch noch ein paar Waffen von mir, deswegen nehme ich dir die auch alle ab. Und kann ich so machen. Er hast ja auch nicht gehabt. So, dann einmal. Hey, Waffen. Da war's doch gerade. Turmflinte, 5 Gewehre. Noch mehr Gewehre, noch mehr Gewehre. Also ja, wir müssen mal dringend aussortieren, auseinanderpuzzeln. Ich muss auch hier noch die Rüstungsbänke hinstellen, also die Rüstungswerkbank und das andere. So, bin ich jetzt soweit leer? Mit allem? Ah gut, die Power Armor noch, ne? Die. Okay. Hast du mich gerade erschrocken, Großer? Wo ist eigentlich Juri? So, wo sind die Raider Sachen? Das ist nämlich auch für Power Rüstungen. Und vielleicht kann ich die auch noch irgendwie mit einbauen. So. Und abstellen den Kollegen hier. Den haben unsere Power-Rüstung schon mal alle. Nein, ich will da nicht rein. Lass das. Mann. Ja, den haben unsere Power-Rüstung schon mal. Ja, ja. So, ich bin eigentlich ein bisschen gern haben. So, alle unsere Rüstung stehen hier. In Reihe und Glied. So, Cotsworth, du kannst eigentlich auch hier bleiben. Da ist Curry. Wo ist Cotsworth? Da. Ich werde ich das, glaube ich, auch nicht mehr brauchen. Hey, brauchen Sie etwas, Sir? Obwohl, nee, ich werde den Schrott auch noch mitnehmen. Wir werden vielleicht noch 2-3 Mal hin und her reisen müssen, aber den Schrott kann ich wenigstens bei Befehl sofort in die Werkbank schmeißen. Das ist der Vorteil. Vielleicht hätte ich mal ein Stimpack reinschmeißen sollen. So, wie gesagt, der Zorn bleibt hier. Den will ich bei mir nicht haben. So, hier ist alles leer. So, ist hier noch irgendwas drin? Ein Stimpack oder was? Ist hier eins bei? Na gut, ich weiß nicht, wie viele andere sind, ne? Aber später. So. Denn einmal. Kann ich einfach so machen, dass das dann. Bin aber fast aufgepasst. Ja, es ist okay. Pass auf, ich gebe dir für dir den ganzen Kram erstmal hier. So, so lange, bis ich vielleicht das tragen kann oder bis mein Gewicht nicht mehr ausreicht. Ich weiß nicht, wie viel du noch tragen darfst. Ach, du bist schon. Siehst du? Klappt doch. So, dann bringen wir die ganzen Sachen noch weg. Dann ist das Essen erledigt. Der doch den Schrott.
Keine Kreatur steht so sehr für Gefahren des Ödlands wie die Todeskralle, die mit rasiermesserscharfen Krallen ihre Beute zerlegt. In Sekunden schneller. Ja. Und beim Schutzschild, weil hier oben bin, schon ziemlich gut geschützt. Wobei ich werde mir vermutlich noch so eine Palisade ringsherum bauen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich hätte gerne hier einen etwas ruhigeren Spot. So. Und jetzt alles abgeben, was ich noch über habe hier. Das wird rum. Wobei ich dafür würde ich mir wünschen, dass ich das vielleicht so ausstellen könnte. So ein, keine Ahnung, Weinregal oder Alkoholregal. Aufgepasst. So, ich nehme alles von dir weg. Das ist sehr schön, dass du aufmerksam zuhörst. Finde ich gut. Hier nochmal alles abdrücken. Den haben wir auch unser ganzes Essen schon mal gesichert. Und ich würde mir wünschen, dass ich das Hundefutter Dogmeat geben könnte. Das wäre eigentlich so eine schöne Idee. So, Cotsworth, lass mich mal kurz durch. Ja, gut, ich auch dadurch gehen können. So, hier ist meine rechtmäßige Herrschaft drin, ne? Oh, Patron. Rechtmäßige Herrschaft ist hier drin gewesen. Bei R. Ja, da ist er. Den nehme ich also hier weg. Und pass auf, ich werde das mal hier. Ist ja ein Stimpack drin. Hier ist kein Stimpack drin. Aber dreimal. Eine Säge. Hier ist eine Säge drin. Pass auf. Hier ist eine Säge. Obwohl, hier könnte noch eine Säge drin sein. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß nicht, wie ich es organisieren kann, dass es alles gleich bleibt. Wir nehmen jetzt den ganzen Schrott mit. Geben Kotzwurf noch ein bisschen Schrott und den Dude. Vermutlich werde ich auch noch zweimal gehen müssen. Noch einmal ganz und gar. So, ich muss alle mitnehmen. Ja, euch brauche ich noch. So, hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Das werden wir alles nach und nach verscherbeln können, früher oder später. Ja, Strong, du hast hier eine Farm. Hier. Zwei Sachen. Ernste Futtern. Ich genehme mir mal einen Schluck Wasser ganz kurz. Und dann kannst du hier schalten, weit wie du willst. Du hast ein Privathaus. Glückwunsch. Naja, der Schrott wird schon viel werden, ne? Stark schon zu viel. Kreuzwurf, kurz bitte her. Ich möchte dir noch ein bisschen Schrott geben. Du hast doch meinen Schrott so gern. Also dir schon, siehst du? So, auch mal wieder jetzt abdrücken hier. Bis nichts mehr geht. Kotzwurf kann ich mehr tragen. Sehr schön. Wir hatten wir noch ein bisschen mit. Aber es wird auch nicht alles mitkommen können. Aber das Schöne ist. Oh, ich bin auch jetzt zu voll. Hier die Achter. Das Schöne ist, ich brauche einfach nur Tier drücken und dann ist alles weg. So, vielleicht noch ein, zwei Mal, den haben wir hinter uns. Ist eine sehr lange Folge, gebe ich zu. Aber was soll ich machen? Es muss erledigt werden, sonst kommt man nie zu Butter. Und wenn die Werkbänke wirklich miteinander kombiniert sein sollten, irgendwann mal. Ist doch nicht was anläuft. Dann umso besser. Kann man sich wirklich so Palisadenzäune bauen? Das wäre geil. So, gesagt, lagern. Aufgepasst. So, ich nehme dir alles mit. Und ja, lagern würde alles ab. So, ja gut. Ob ich die Säge drin habe, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch zwei Sägen danach. Oder mehr als zwei, eine Säge. Ich habe bloß noch die beiden Dinger, ne, die... Ich habe eine kleine Sache, die ich nehmen kann als Modifikationslagerstätte. Ganz kleine Lagerbehälter. Irgendwie so ein Schemding. Ist denn schon ein Schembehälter? Pass mal auf. Kann ich das nicht auch draufstellen?
kann ich. So. Nee, nee, nicht einer ran. Da kommen die beim Mod wieder rein. Drei Mods. Da ist immer noch 10, ne? Was hast du dabei, was jetzt so viel ist? Ah, der rechtmäßige Herrscher ist dabei. Klar, logisch. Mensch, Kotzwurf. Ah, sieh mal, wie wir wegstehen müssen. Könnte alles schneller gehen. Ach, hier unsere Raider mit ihrem vermummten Rohrsystem auf dem Kopf. Können doch gar nichts sehen, das ist dieses Scheißding. So. Könnte schon das letzte Mal sein, obwohl wir sind erst bei I, bei H, ne? Obwohl M. Ah, doch, könnte vielleicht reichen. Hier ist es nicht mehr. Ich trage so viel auf jeden Fall. Aber wie überladen bin ich? Bisschen sehr überladen. Das wird doch kurz mal nicht tragen können. Mal gucken, wie viel ich ihn abgeben kann, ohne dass ich überladen bin. Ohne dass er überladen ist, so rum. Doch ein bisschen mehr als ich dachte. Aber dann weiß ich auf jeden Fall, dass es das letzte Runde ist. So. Mehr kannst du nicht tragen. Dann werde ich jetzt noch hier mal ganz kurz reingehen und den Schritt mal abdrücken. Bis ich unterladen bin. Man weiß, dass ich beim nächsten Mal alles bedienen kann. Man kann wirklich kurz zu Hause bleiben. So, das war schon zu viel. Na, oben ein bisschen mit. Ja, ein bisschen zu viel. Stoff. Okay. Wobei ich gerade gesehen habe, manche Sachen haben gar kein Gewicht, ne? Was eigentlich auch gut ist. Naja. Haben wir es gleich geschafft. Sind wir unseren ganzen Schritt los. So, schnell mal ein paar Meter gehen, nicht dass wir eine Todeskralle im Ecke lauert. Okay, ist das ein Wassertank oder sowas? Oder ein Auto. So, gesamten Schrott lagern. Kotzwurf, wo bist du? Ist der da? Ah, da. Hallo, Kotzwurf. Hey. Bleibt aber ganz hier. Dankeschön. Ich nehme dir alles mit. Danke ebenfalls. So, und alles lagern. So, Kotzwurf, du darfst jetzt offiziell hier bleiben. Warte da. Nee. Kotzwurf. Dankeschön. Vergiss es. Ach, nee, halt. Aber wegschicken. Moment. Hey. Ja, ich möchte, dass du... Es ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Also gut, Sir. Sie wissen ja, wo ich bin, falls Sie etwas brauchen. Ja, und zwar im Starlight Drive-In, wo du hier auch schon bist. Denn wenn wir uns den letzten Spot holen und Stormlab da, wo ist. Irgendwie, ich weiß nicht warum, ist vielleicht ein bisschen gemein gegenüber Strong, aber ich mag ihn nicht so sehr. Das ist für mich einfach so ein bisschen... So, und jetzt haben wir die fast 50 Minuten erreicht. Das wird dann eigentlich auch ausreichen für die Folge, sowohl als auch für unseren Umzug. So, kann ich alles nehmen ohne Probleme? Jawohl, die Werkstatt ist jetzt komplett leer. Hier ist nichts mehr drin. Was auch schon damit symbolisiert, dass das Ding sich nicht teilt aktuell. So, hier ist alles auch leer, ist auch die Werkstatt. So, die ganzen Werkbänke etc. holen wir uns später. So, hier war nichts drin zu essen, das kann auch dazu. Hier ist nichts. Strong, sein Bett kann hier bleiben. Wackelpuppe ist auch leer. Hier ist alles nochmal leer komplett. Der ganze Rest ist mir hier egal. So, Strong. Warte bei dir. Du kannst hier bleiben, du kannst hier wohnen. Ich werde hier mein Ziel wieder aufschlagen. Und es ist definitiv nicht gekoppelt aktuell, weil sonst wären die Werkstätte beide immer wieder im Wechsel voll. Deswegen... Geht's für mich jetzt flott nochmal rein in
Werkstatt. Und dann gucke ich mal in der nächsten Folge, ob ich irgendwelche Zäune oder so bauen kann. Samtschrott lagern. Alles ist weg. Irgendwas habe ich schon mehr drin als sonst. Ach, ich habe breites Wasser von kurz bekommen, stimmt. Ach ja, wir sind in der unmittelbaren Nähe von Covega. Eieiei. Nicht, dass die Raider auch auf Cavallo sind. So, 1, 2, 3, Feierabend. Sowohl im Part als auch im Ding. Ich fasse kurz, ich sage danke fürs dabei sein, fürs Zuschauen. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.